auf den Herrn. So der Psalmvers, der diesem dritten Sonntag der Passionszeit den Namen gibt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir durften heute früh schon das Wunder erleben, dass wir unsere Augen aufmachen konnten, die Sonne gesehen haben, die Farben dieses Tages. Ja, was ist das schon für ein Wunder, dass unsere Augen diese Vielfalt der Lichtverhältnisse, der Farben wahrnehmen können, dass wir durch unser Augenlicht uns orientieren können in dieser Welt. Ja, schenkt es unser Gott, dass wir auf ihn schauen, auch in diesem Gottesdienst, in dieser Zeit. Gott segne uns jetzt diesen Sonntag. Wir hören auf das Evangelium dieses Sonntags, wie es uns aufgeschrieben steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille miteinander beten um den Segen aus Gottes Wort. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Amen. Ja, liebe Gemeinde, vor einiger Zeit hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie ihre Wohnung neu einrichtet und das soll auch alles ein bisschen antik wirken in diesem Umfeld. Und da ist sie mit ihrem Mann gelegentlich unterwegs in Antiquitäten, Geschäften, und bei einem Besuch fand sie in der Ecke stehend ein Bild mit einem wunderschönen Rahmen. Das Bild, naja, das ließ sehr zu wünschen übrig, das war von der Farbe schon sehr verändert, war auch nur so ein billiger Druck, auch schon ein bisschen eingerissen, aber der Rahmen wunderschön und sehr gut erhalten. Und da hat sie dann eine Weile verhandelt mit dem Verkäufer. Ja, auf den Rahmen, da kommt es manchmal an. Unser heutiges Gotteswort, das spricht vom Rahmen unseres Lebens und von dem, was sich in diesem Rahmen abspielt. So schreibt es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser im 5. Kapitel. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische und lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ja, das sind Sätze, die gehen nicht so einfach ins Ohr, die fragen uns an, die lassen uns aufhorchen. Vielleicht hilft es da, wenn wir uns vorstellen, unser Leben hat einen Rahmen, der ist schon mal fest da. Und dann gibt es die Leinwand oder das Stück Papier, Aquarellpapier, auf das wir unser Lebensbild gestalten sollen. Betrachten wir mal diesen Rahmen, und der ist in unserem Abschnitt aus dem Epheserbrief auch außenrum angeordnet, nämlich vorn und hinten. Da steht am Anfang: So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und am Schluss lesen wir: Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ja, was ist das für ein wunderbarer Rahmen? Da wird mir als Christen gesagt, du gehörst zu Gott,
Er schenkt dir seine Liebe als Zeichen dafür, hat auch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Und das stellt dich in sein Licht und gibt deinem Leben eine neue, helle Perspektive, die sogar über den Tod hinausreicht. Das darf der Rahmen deines Lebens sein. Und nun ist die Frage, was bringe ich da in diesen Rahmen nun für ein Bild hinein? Und dazu sagt Paulus einiges, natürlich zunächst für seine Zeit, damals vielleicht um das Jahr 60 herum nach Christus in die griechische Stadt Ephesus. Da ging es natürlich auch entsprechend zu, wie es in der Antike zuging. Wir wissen ja, dort in Ephesus gab es auch einen großen Götzentempel und da gehörte eben auch die Tempelprostitution mit dazu. Und die Epheser waren auch teilweise sehr reiche Leute, die versuchten ihren Reichtum entsprechend noch zu vergrößern und zu scheffeln. Ja, das ist die Zeit damals gewesen, aber was gilt uns nun heute? Ja, vielleicht das Erste, die Liebe soll ein wichtiger Farbton unseres Lebens sein. Das passt auch sehr gut in diesen Rahmen, da kommt diese Farbe ja schon vor. Das hören wir gern und das können wir uns gut vorstellen. Aber dann kommen diese harten Worte von Unzucht, aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ja, unwillkürlich fragen wir uns, bin ich denn damit gemeint? Sind das die Themen meines Lebens? Unzüchtig? Sind wir Leute, die den Ehepartner betrügen? Ich denke nicht, aber wenn Jesus sagt, schon der Blick oder der Gedanke an einen anderen ist Ehebruch, wer will da bestehen? Und wie ist denn das mit den schandbaren Reden? Ja, ganz ehrlich, wir neigen doch schnell dazu, etwas weiter zu sagen, was nur halb oder vielleicht sogar gänzlich unwahr ist. Und manchmal geht es auch ganz schnell, dass man so einen Wut- oder Zornesanfall bekommt und aus diesem Ärger heraus etwas sagt, was anderen wehtut. Und wie ist das mit der Habgier? Gut, die Erzgebirger sind eigentlich ganz schön bescheiden, die Schwaben auch. Und wenn wir uns aber doch mal überlegen, auf was wären wir bereit zu verzichten, dann merken wir, das ist eine ganz, ganz schön schwierige Sache. Und wenn das stimmt, kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, hat ein Erbteil im Reich Christi, wer hat denn dann überhaupt noch eine Chance auf das Reich Gottes? Bin ich dann noch dabei? Stellen wir uns noch einmal unseren schönen Rahmen mit weißer Leinwand vor. In dem Rahmen, da ist schon viel Schönes und Kostbares drin. Die Liebe Gottes, die uns fest zugesagt ist. Seine Bereitschaft, immer wieder auf uns zuzugehen. Seine Vergebung, die er uns immer wieder gewährt. Und von diesem Rahmen her
dürfen wir unser Lebensbild gestalten. Fangen wir an zu malen und zu gestalten. Jeder Weg, jedes Wort, jede Entscheidung, jede Tat, das ist so wie ein Pinselstrich auf der Leinwand, auf dem Bild unseres Lebens, die eine neue Farbe oder eine neue Kontur hervorbringt. Gott hat uns seinen guten Willen für das Leben bekannt gemacht. Wir kennen seine Gebote und wir wissen aus den Evangelien auch, wie Jesus gemalt hat, welche Farben er verwendet hat. Und so versuchen wir, so zu malen, dass es zum Rahmen passt und dem Stil der Bedeutung des Rahmens angemessen ist. Und wenn etwas nicht gelingt, wenn Fehler passieren, Striche daneben gehen, ja, das ist einfach die Realität. Das passierte sogar den großen Malern, Rembrandt zum Beispiel. Er hat seine Bilder immer wieder verändert. Zum Beispiel das berühmte Selbstbildnis mit Saskia. Das hat wohl mindestens 5 verschiedene Übermalen, dass es zu dem geworden ist, was es heute ist. Das dürfen wir also auch für uns als ein Stück Normalität sehen. Manchmal ist es zum Verzweifeln, wenn uns etwas gar nicht gelingen will. Aber dann gib ja nicht auf. Gott kennt dich doch gut genug und er möchte, dass es beim nächsten Mal besser wird. Ja, wenn du dieses Ringen um das passende Bild deines Lebens kennst, dann bewegt sich bei dir im wahrsten Sinne des Wortes alles im Rahmen. Etwas aber spricht der Paulus nun doch als sehr deutliche Warnung aus: Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Ja, Paulus macht sich Sorgen darum, dass jemand kommt und dir Worte ins Ohr säuselt, die er genauso kennt wie wir alle. Ach Mensch, du bist doch dumm, was hältst du dich da kindisch an diesen alten Rahmen fest? Mit den paar Farben, uralte Regeln, lass das doch mal weg. Das stört doch bloß deine Kreativität. Lass dich ja nicht bevormunden, es geht doch auch ohne. Du weißt ja gar nicht, was alles möglich ist ohne diesen Rahmen. Probier's mal aus, wer fragt denn heute noch nach Gott? Jeder muss doch selber schauen, wie er zu was kommt. Ja, dort, wo dieser Rahmen einfach weggelassen wird, da wird's gefährlich. Wo wir nicht mehr aus dieser Liebe leben, aus dem, was Gott uns in Christus zur Verfügung gestellt hat. Wo wir die Hoffnung des christlichen Glaubens und die Vergebung einfach wegwerfen. Ja, es geht um diese Grundfrage, mit oder ohne Rahmen, den uns Gott anbietet. Mit oder ohne diese Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Er ist für mich da. Er vergibt mir. Er will mich hier und in seiner Ewigkeit bei sich haben. Ja, lass dich einladen, den wunderbaren Rahmen, den Gott dir zur Verfügung stellt, mit einem Bild zu seiner Ehre zu gestalten. Amen.
lieber Gott, dein Sohn hat Menschen gerufen, ihm nachzufolgen. Darum beten wir in seinem Namen. Führe alle, die auf der Suche sind, zum Licht der Wahrheit. Und mache unsere Gemeinden zu Orten, an denen deine Liebe erfahrbar wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Schenke, dass bei uns und unter allen Völkern die Würde der Menschen geachtet wird. Stärke alle, die sich einsetzen für die Wahrheit und Gerechtigkeit, für den Frieden in dieser Welt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Rufe immer wieder neu Menschen in deinen Dienst, dass sie Christus mit ganzem Herzen folgen und zu Zeugen und Boten seiner Liebe werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Du hast auch uns mit mancherlei Gaben ausgerüstet, mit denen wir dir dienen dürfen. Ja, schenke, dass wir sie einsetzen, dir zur Ehre und unseren Mitmenschen zum Segen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Lebendiger Gott, lass uns den Spuren deines Sohnes folgen, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und Herr ist in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.